Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asta Zimmermann. Mein Name ist Tanja und das ist ein Strick- und Wolle-Podcast und ich hoffe, wir haben gleich eine schöne halbe Stunde. Ich sage es euch, Leute, bis man hier sitzt und alles fertig hat. Ich habe eine Woche hinter mir. Entsetzlich. Am Sonntag wurde mein älterer Hund krank, also richtig krank. Ich war beim Tierarzt und nochmal beim Tierarzt und bin jetzt Krankenschwester. Ja, aber es ist hoffentlich jetzt auf dem Wege der Besserung. Es sieht ganz doll danach aus. Drückt mir bitte die Daumen. Der wird jetzt ja 12 im Mai und ist nicht mehr der allerfrischeste. Und ich habe sehr mit ihm geredet und gesagt, wir haben alles jetzt für dich getan. Habe bitte jetzt den Anstand und werde wieder gesund. Ja, ich hoffe, dass er das auch macht. So. Und deswegen bin ich natürlich mit allem, was das Shop-Update angeht, ins Hintertreffen geraten. Und deswegen ist es jetzt auch schon 20 vor 8 am Freitagabend. Aber das Shop-Update ist online. Ich habe schlauerweise andersrum gemacht. Und es ist sehr frühlingshaft geworden. Ich zeige es euch gleich. Ich habe mich auch extra für euch frühlingshaft angezogen. Schaut her. Mit einem ganz tollen Kleid mit Taschen. Ich liebe es ja, wenn diese Kleider Taschen haben. Und einem tollen Dingens am Rücken. Oh Gott, das sieht man natürlich nicht. Kann ihr das? Zu sehen sind. Ich kann nicht mehr. Sie sind ja hier so träger und die sind hinten über Kreuz. So, ihr Lieben, ich muss noch einen Schluck trinken. Weil wenn man endlich hier sitzt, so wie ich jetzt hier sitze, dann setzt so eine Ermattung ein, weil man die ganze Zeit hin und her gerannt ist, die ganzen Sachen geholt hat. Ich versuche sie ja auch so hinzulegen, dass sie in einer gewissen Ordnung sind, bis man hier alles hat. Und dann wollte ich nochmal euch dieses Set zeigen, womit ich jetzt letztendlich den Morgen beginne. Denn am Samstag, den 11.2. Moment, ich lege nochmal gerade meine Ringe an. Am Samstag, den 11.2. um 18 Uhr beginnt ja der Lava Lake Karl. Das ist ein Tuch von Steven West. Wunderschön. Ein großes Dreieckstuch, sehr einfach zu stricken mit einem tollen Fade. Man braucht 5 verschiedene Stränge, die ineinander faden können und mögen und sollen. Ja, und da haben sich schon einige angemeldet. Es sind auch einige in unserer feinen WhatsApp-Gruppe, die nicht anstrengend ist. Und wer da noch spontan dazukommen kann oder wer gerne sowieso diesen Karl mitstricken möchte, der geht bis April. Jetzt habe ich natürlich meinen Terminkalender nicht hier. Ich glaube bis 14. April, ich weiß jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf. Ich schreibe es nochmal unter dieses Video. Wer gerne mitstricken möchte, ist herzlich willkommen und kann mir einfach per E-Mail oder per privater Nachricht auf Instagram eine seine Handynummer schicken. Ich bin etwas durch den Wind. Leute. Ja. So. Wie fange ich jetzt an? Ich glaube, ich fange tatsächlich an mit einem, haltet euch bitte fest, einem Strickstück. Und zwar ein Strickstück, was ich letztes Jahr im Frühjahr begonnen habe, dessen Name ich auch nicht wirklich erinnere. Er ist von Mortensen. Die Designerin verlinke ich unten. Heißt Winterflower Sweater oder so ähnlich. Leute. Und ich habe ihn tatsächlich weiter gestrickt. Er ist sehr frühlingshaft. So, schaut mal. Ich bin da schon unten am Bündchen. Das mache ich jetzt so lange, stricke ich das,
bis der Pullover die Länge hat, die ich gerne hätte. Da ist das Muster. Und dann habe ich natürlich, den brauche ich ja noch für den, für die Ärmel, brauche ich ja noch etwas Rosa. Das ist halt so ein ganz schönes, frühlingshaftes Rosa. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind so lauter kleine Speckles drin. Da habe ich aber den Strang, den ich mir auf die Seite gelegt hatte, nicht mehr gefunden. Wie es immer so ist. Jetzt habe ich es nochmal gefärbt. Das hat den Vorteil, dass es auch für euch möglich ist, dieses Rosa zu erwerben. Das wird ja nicht mehr reichen für die Ärmel. Aber ich bin, ich habe auch das Braun nochmal gefärbt und das Grün. Nur das Weiß habe ich vergessen. Ach, Leute, wenn ihr wüsstet, wie viel Sorgen ich mir die letzten Tage um diesen Hund gemacht habe. Ach, nee. Ja. Also passt auf. Wir fangen jetzt aber hier nicht mehr hiermit an. Es bringt alles durcheinander. Ich zeige euch nochmal das Set, in dem ich den Lava Lake Karl entschieden stricken werde. Ihr habt ja mir so nett bei der Entscheidung geholfen. Und zwar in diesen Farben. Das ist Live in the Long Grass. Und das ist so ein grüner. Könnt ihr das sehen? Ist immer schöner, wenn ihr das auch ein bisschen näher seht, ne? Schaut mal. Ganz schön. Ach, ich sehe schon, dass dieses Video nicht so lange wird. Das nächste Video wird wieder länger und schöner, weil ich ja nächstes Wochenende mein Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk mit meinen Kindern zusammen in Travemünde verbrate. Also, da sind wir ja in Travemünde, da kann ich dann auch wieder filmen. Ich fange jetzt einfach an mit dem Shop-Update. Ich habe nämlich sehr gerne schöne Sachen gefärbt. Und zwar auf der wunderbaren Merino-Tencel-Wolle, sehr weiche Wolle. 60% Merino, 40% Tencel, 400 Meter auf 100 Gramm. Dieses entzückende Grau mit dem Namen Silberner Tag. So. Dann, es wird sehr rosalastig, auch auf Merino-Tencel, der Frühlingsmorgen. Ist auch sehr schön, ist übrigens auch sehr schön zusammen, so rosa und grau. Dann auch auf Merino Tencel Schwedenröslein Weiß habe ich es genannt, weil da vier Stränge dabei sind, wo etwas mehr Weiß im Strang ist. So ein Rosa mit hier so ganz schönen Speckles. Das ist aber mehr so ein sattes Altrosa, richtig schön. Und das ist die Variante, wo etwas weniger Weiß drin ist, aber ansonsten sind die gleich. Ist auch weiß, aber nicht so viel wie hier. Die sind leider auch alle ein bisschen unterschiedlich, aber man kann die ja zur Not einfach abwechselnd verstricken. Ja, das ist Schwedenröslein in Weiß und ohne Weiß. Dann ein schönes Blau, Gebirgsbach mit ein bisschen Gold und ein paar Steinchen. Und genau, dann jetzt wird es etwas bunter. Das ist Valentina mit Pfiff. Ich dachte zum Valentinstag ein schönes Grün mit ein bisschen Pink. Das gibt es auch noch mal in der nicht ganz so
der kräftigen Variante, das heißt dann nur etwas dezenter Valentina. Ich finde es so ganz schön. Es bleibt weiter rosa. Dann ist das alles 100% Merino, das Buschwindröschen. Mit so einem ganz fröhlichen grünen Speckles da drin. Da. Finde ich auch ganz toll. Dann ist es zwar grün, aber mit ein bisschen rosa Röslein im Kräutergarten. Das sind wenigstens so grün mit grünen Speckles und so ein bisschen rosa. Gott, Leute, wir nähern uns. Dann Waldfriede, ein sehr schönes Grün. Also, dass man das so sehen kann. Leute, übrigens auch sehr schön hiermit. Zusammen, sehr frühlingshaft und schön. Auch sehr schön hiermit. Passt wieder zu allem. Einfach herrlich. Dann kommen wir jetzt. Ich habe sehr viel eine Verfärbung gefärbt, die sehr, sehr beliebt war. Ich glaube, es war meine beliebteste Färbung überhaupt. Man könnte jetzt ja denken, irgendwas Buntes. Nein, ist im Prinzip so ein Beige. Frühlingsspekulation. Und das ist also die Färbung Spekulatius. Etwas weniger düster. Aber auch mit schönen. Da schönen Speckles. Passt wunderbar zu allem. Also es passt wirklich zu allem. Es passt hierzu. Es passt zu dem, wie heißt es denn jetzt, Buschwindröschen. Es passt zu Valentina. Und es passt auch zu im Kräutergarten. Das ist fantastisch, es passt einfach zu allem. Ja, dann kommen wir zu den Farben von meinem Pullover. Und zwar ist das Frühlingsfroh, das ist halt die Hauptfarbe. Das ist halt dieses Rosa mit den, könnt ihr das sehen, mit diesen Pünktchen. Es ist auch ziemlich ähnlich geworden. Ja. Toll, das kann ich dann auch für den Ärmel nehmen. Dann eine Knallerfarbe, Frühlingsgrün. Das ist auch das Grün, was in dem Pullover ist. Schaut mal. Toll, ne? Das wiederum passt natürlich auch wunderbar mit Frühlingsspekulationen, mit hier. Und auch natürlich hiermit, also die passt auch das Frühlingsfroh dazu. Ist das nicht eine schöne Frühlingskombi? Schaut mal. Und da passt natürlich auch Kakao für mich dazu. Das ist dieses schöne Braun, was auch in meinem Pullover ist. Auch so dunklere Stellen und hier. Ihr müsst euch die Farben, zumindest auf meinem Kamerading da, Bildschirm, sind die Farben etwas weniger satt. Herrlich. Wunderbar. Passt das dazu? Dann kommen wir auch schon zur letzten Farbe. Und zwar ist das Rosen auf dem Kuchen. Fragt mich nicht. Der Hund war krank. Leidet etwas meine Fantasie. Passt auch sehr schön. Es ist so ein Braun. Guckt mal. Braun, rosa. Ich finde ja sogar das schön. Es ist unfassbar. Es passt zu allem. Es passt zu allem. Oh, Leute, das war's. Es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen so ein blöder Podcast war. Aber ich denke immer, wenn ich so ein Shop-Update mache und man hat die Möglichkeit, nochmal die ganzen
14 Minuten, die ganzen Farben noch mal so im bewegten Bild zu sehen, dass das halt vielleicht hilfreich sein kann. Ja, ihr Lieben, was wollte ich euch noch erzählen? Ich kann euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar werde ich, bitte fragt mich jetzt nicht nach den Daten. Ich weiß nur, dass es im Juli ist. Da findet ja meines Erachtens das erste Wollefest in Kassel statt. Das ist ja nicht weit von Hannover entfernt. Und da fahre ich hin als Mensch und Frau und Wollefrau, Wolle-Fan. Und also nicht als Aussteller, das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen. Es ist der Witz ist ein bisschen misslungen. Da freue ich mich ganz doll drauf. Da fahre ich hin. Jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt jemanden vergessen, aber mit der Diana von ich verwechsel zwei Sachen immer. Voluminal oder voluminös? Vergesst, was ich gesagt habe. Ihr wisst, wie ich meine. Ne? Die hat diesen Podcast Heiter ist wollig. Von heiter zu wollig. Also wenn... Entschuldigung. Ihr wisst, wie ich meine. Dann mit dem Aargauer Strickliesel. Dann noch ein... Mit einer ganz lieben Frau, mit der Rebecca, die ist Strimmimi auf Instagram, mit Eveline Puppenhexler und noch, ich glaube, noch zwei Leuten, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Aber es, ich glaube, das wird sehr, sehr schön werden und sehr lustig. Ja, darauf freue ich mich schon sehr. Das ist erst im Juli. Und dann freue ich mich auf morgen unseren Karl. Ich wollte eigentlich versuchen, ein Live-Video zu machen. Ich muss jetzt gucken, wie das mit dem Hund ist, wie es dem morgen geht. Und ich habe das ja noch nie gemacht. Ich müsste das dann einfach mal ausprobieren, wie ich das hinkriege. Und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war's, ihr Lieben. Also es tut mir leid, beim nächsten Mal wieder im gewohnten Modus. Ich freue mich auf alle Kommentare. Ich habe mich auch letztes Mal wieder ehrlich über alle Kommentare richtig gefreut. Und ja, und hoffe, dass wir uns dann in 3 Wochen, weil nächstes Wochenende bin ich ja in Travemünde, da werde ich aber auch Filmchen für euch aufnehmen. Und das Wochenende danach färbe ich wieder und dann sehen wir uns in 3 Wochen im schönen Monat März wieder. Und ich hoffe sehr, dass jetzt der Winter sich verabschiedet und nicht nochmal so ein krasser Wintereinbruch kommt. Und ich habe richtig Sehnsucht nach dem Frühling und nach wärmeren Tagen. Aber mir kann man es auch nie recht machen, bitte nicht gleich so heiß. Es ist ja auch egal, weil es kommt ja so, wie es kommen muss. So, ihr Lieben. Ich sage ganz herzlichen Dank und macht es ganz gut, passt gut alle auf euch auf, strickt schön, macht es euch gemütlich, lacht viel, freut euch an eurer Familie, an euren Haustieren und ja, wir sehen uns wieder. Ich kann jetzt schon wieder nicht aufhören und mich lösen, aber ich muss das ja auch noch hochladen und ja, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.